Ja, hallo zusammen. Ihr seht schon, wir machen heute nicht mit der Hobelbank weiter, sondern ich habe parallel damit begonnen, auch ein Holzlager zu bauen und ja, war bis hierhin schon ganz schön viel Arbeit und darum dachte ich mir, können wir auch schon mal einen ersten Teil daraus machen. Warum überhaupt ein Holzlager? Ich möchte hier das Areal dafür nutzen, um auch meine Fähigkeiten, mein Wissen im Bereich Holztrocknen ein bisschen weiter auszubauen. Ich könnte natürlich auch sagen, ne, heutzutage kann man das auch wesentlich professioneller machen lassen. Beim Holzhändler, Kammer getrocknet, gibt wesentlich weniger Probleme, weniger Risiko, als es selber zu machen. Aber ja, ich glaube, im Hobby ist vieles erlaubt, was vielleicht nicht ganz so sinnvoll und auch nicht ganz so wirtschaftlich ist. Aber gut, wie genau das mit der Holztrocknung funktioniert, was ich da schon für Erfahrungen gesammelt habe, das werden wir separat auch noch machen. Im besten Falle, wenn hier das Holzlager natürlich fertig ist. Ja, das Spannende an diesem Projekt, hier auf dem Grundstück wurde eine Kiefer gefällt. Die war wirklich nicht mehr allzu sehr in Ordnung. Und ja, da habe ich mir gedacht, es wäre doch mal ganz spannend zu versuchen, möglichst viel aus dieser Kiefer zu machen. Der Anspruch war, das Grundgerüst, also ja, das Fachwerk an sich daraus herzustellen. Und nur das Eindecken, was mit Holzschindeln geschehen soll, das ja, wird dann zugekauft. Das heißt, hier um die Ecke ist der Kiefer kahl und der wird mich dann mit frischer Kiefer versorgen, die wir dann halt eben entsprechend aufspalten werden. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Kiefer übrig, das heißt, ja, ich habe soweit alles, was mein Ziel war, auch hinbekommen. Das heißt, hier ist wirklich alles jetzt aus einem Stamm, der so ungefähr, ja, ich würde sagen, 8 Meter ungefähr hoch war. Also der Baum war 8 Meter hoch, der Stamm war dann 8 Meter lang. Das Ende war so ein bisschen verkrüppelt, das habe ich dann nicht genommen. Aber der Rest, der hat ganz gut funktioniert und ihr könnt sehen, ja, hat mit dem ursprünglichen Baum nicht mehr allzu viel gemeinsam. Was da genau passiert ist, das sehen wir uns jetzt mal in den ersten Videoschnipseln an. Ihr könnt sehen, wie ich das hier mit einer Fellaxt, der Baum lag bereits auf dem Boden, erstmal zertrennt habe. Hätte man auch einfacher mit der Säge machen können, aber ich wollte einfach mal ein bisschen Spaß haben. Thank you.
Ja, eine ganz interessante Herausforderung, und zwar wollte ich ja den Stamm spalten. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. In der Theorie, ja, muss man einfach nur die Keile eintreiben und dann reißt es wirklich schön sauber in der Mitte auf und dann ist das Ganze dann teilweise auch nochmal gefürtelt worden, wie man das hier vorne sehen kann. Jetzt wächst so ein Baum aber ja, blöderweise nicht kerzengerade, sondern der macht mal links und rechts so eine kleine Krümmung. Und was hier bei den Kiefern auch teilweise der Fall ist, die sind in sich so ein bisschen verdreht. Und das sieht man halt eben auch teilweise gerade hier oben bei den Sparren, die hier aufliegen. Ja, mein Trick war, das habe ich dann leider erst beim zweiten Versuch rausgefunden, nachdem das so ein bisschen schief gegangen ist, nicht einfach stumpf weiter die Keile eintreiben, sondern nochmal gezielt neu in der Mitte so eine kleine Senke oder eine kleine Kerbe einschlagen und da dann weiter die Keile eintreiben, um zu verhindern, dass der Riss dann halt eben nach außen wegläuft. Ja, ist leider einmal passiert. Ja, ist beim Brennholzspalten, glaube ich, nicht ganz so entscheidend wie hier jetzt halt eben bei den Stämmen. Ja, dann habe ich mit dem Abbund begonnen. Das heißt, ich habe hier die Zapfenlöcher hergestellt und den Zapfen abgesetzt. Relativ einfach funktioniert das Ganze hier mit einem Handbohrer. Und dann habe ich hier den Rest mit dem Lochbeitel gemacht. Den habe ich mir mal selber hergestellt. Also zumindest hier hinten das Heft ist aus Nussbaum. Und damit sich das nicht bei den Schlägen aufspaltet, habe ich das hier sehr eng mit einer Kordel umwickelt. Ja, das Ganze noch so ein bisschen nachzuputzen, sauber auszuarbeiten, habe ich dann hier mit meinem ganz normalen Stecheisen gemacht. Habe gemerkt, dass vor allem mein Klüpfel ziemlich schnell an seine Grenzen kommt. Der ist nämlich nach und nach, könnt ihr auch so im Video beobachten, immer weiter zerfleddert.
Ja, ganz wichtig bei so einem Bauwerk dieser Größe, wenn wir auch mit sehr groben Materialien arbeiten oder vor allem auch eher groben Werkzeugen, dann muss man, ja, das hat mein Geselle immer gesagt, mit dem ich damals viel Zeit verbracht habe in meiner Ausbildung, das muss man im Ganzen sehen. Ja, soll heißen, verliert euch dann nicht in Details, versucht also nicht jetzt so, ja, gerade wenn die hier so ein bisschen krumm und schief gewachsen sind, Ewigkeiten auszumitteln, wo ist da jetzt genau die Mitte und wo ist der Hochpunkt. Der Baum ist, wie gesagt, krumm und schief gewachsen und wenn wir das nicht alles behauen, dann müssen wir einfach hier und da mal 5 gerade sein lassen. Ja, das ist so ein, ja, meines Erachtens schon eine Fähigkeit, die man im Laufe der Zeit lernt. Und ich glaube, daran erkennt man auch sehr erfahrene Maurer, dass sie sich nicht exakt so an einem Stein orientieren, wie der aussieht, sondern ab und zu auch mal ein paar Schritte zurückgehen und sich die Mauer im Ganzen betrachten. Und dann ist auch viel einfacher festzustellen, okay, das geht noch links und rechts ein bisschen raus. Anstatt jetzt wirklich jeden einzelnen Stein immer wieder zu kontrollieren, gerade bei natürlichen Steinen, also bei Bruchsteinen, ist es ja auch nochmal viel schwieriger, weil man keine gerade Bezugskante hat. Ja, also versucht euch da von euren kleinen Toleranzen, von euren kleinen Welten zu lösen und eher ein bisschen gröber zu denken, auch mal einen Schritt nach hinten zu gehen, um es im Ganzen zu betrachten. Macht die Arbeit hier und da wirklich einfacher, schneller, effizienter und muss nicht unbedingt schlechter aussehen. Ja, also ich glaube, hier bei eher so rustikaleren Bauwerken, wie gesagt, 5 gerade sein lassen und 7 auch. Ja. Ja, so weit, so gut. Wir kommen mal zu einem Punkt, den ich zuerst falsch gemacht habe. Und da liebe Grüße an meinen Lieblingszimmermann, den Yannick. Den hatte ich dann mal kurz im Rat gefragt. Ich war mir nicht ganz sicher. Wir kommen nämlich mal ganz kurz hier auf ein paar konstruktive Maßnahmen zu sprechen. Wir wollen natürlich von oben mit dem Dach erreichen, dass möglichst wenig Niederschlag auf unser gelagertes Holz fällt. Also es wird sich natürlich hier in der Mitte befinden. Wir wollen aber natürlich auch hier alles an Holz schützen, dass es möglichst wenig Niederschlag abbekommt. Und darum habe ich auch versucht, das Dach hier so weit wie möglich nach vorne überstehen zu lassen. Das heißt, die Schindeln werde ich hier nach vorne auch noch mal ein bisschen überlegen lassen. Und ja, im besten Falle, ja, habe ich möglichst wenig Regen, der hier unten auf meine Schwellen trifft. Jetzt gibt es natürlich auch noch mal immer so ein bisschen seitlichen Regen. Das heißt, der Regen fällt ja nie wirklich kerzengerade nach unten. Und der Wind sorgt schon dafür, dass er an Stellen kommt, die uns unliebsam sind. Und dann kann es passieren, dass der Regen hier auf den Boden trifft und Spritzwasser wieder nach oben gelangt. Und ja, darum sollte man hier diesen Zapfen nicht durchstemmen. Das habe ich im ersten Teil so gemacht und dachte mir so, so ganz sicher kommt es mir nicht vor. Und Yannick hat dann auch gesagt, nee, lasst es sein. Hier hinten und bei allen anderen habe ich dann darauf geachtet, die Zapfen sind dann nur gestemmt, also nicht durchgestemmt. Könnt ihr dann hier auch nochmal sehr schön gleich sehen. Und das sorgt halt eben dafür, dass jetzt hier unten kein Spritzwasser an das Stirnholz gelangen kann. Und Stirnholz, da wissen wir ja, die Kapillarwirkung sorgt dafür, dass das, die Feuchtigkeit hier in den Stamm reingezogen wird. Ja, und das sorgt dann im schlimmsten Fall auch dafür, dass das Holz hier ja allzu sehr von Pilzen befallen wird und dann natürlich im Laufe der Zeit auch morsch wird und verfällt. Das wollen wir vermeiden. Die Rundung hier habe ich nach oben gelegt. Das heißt, wenn jetzt hier mal irgendwie ein bisschen Wasser drauf tritt, dann kann das hier natürlich auch wesentlich besser direkt abfließen. Ja, hier habe ich mich so ein bisschen daran versucht, das auch hier anzupassen, dass es an die Rundung hinübergeht. Da habt ihr unten auch nochmal ein Video von Mr. Chickadee verlinkt. Den Kanal solltet ihr unbedingt auch besuchen. Der macht im wesentlich besseren Stil und auch mit viel mehr Know-how das, was ich hier so im Kleinen mache. Scheint auch ein sehr erfahrener und, glaube ich, auch ganz sympathischer Typ zu sein. Also unbedingt mal da vorbeischauen. Der hatte auch so ein kleines nettes Werkzeug sich gebastelt, ein Jig, eine Vorrichtung, ja, um das hier genau abzutasten. War mir ein bisschen zu viel Arbeit, bin ich ganz ehrlich. Spritzwasser, wie gesagt, ein Thema. Wir wollen, dass hier die Schwellen so hoch wie möglich liegen. Also eigentlich sagt man so laut Fachbuch 30 cm, 40 cm, je höher, desto besser. Und eigentlich auch mit einem Steinfundament. Jetzt hatte ich hier versucht, alles, was mir zur Verfügung steht, auch zu nutzen. Und habe hier ein bisschen Robinie gefunden.
Die Robinie ist enorm witterungsbeständig. Das heißt, die ist da in Klasse 1, also in einer Liga mit Bankirei, mit Teak, soll also im Außenbereich durchaus, auch wenn sie eingegraben ist, bis zu 50 Jahre bestehen können. Sehr gut, damit die auch hier, ihr seht Stirnholz oben, aber natürlich auch Stirnholz unten, trotzdem nicht allzu viel Wasser ziehen kann, habe ich erstmal unten wie so eine Art Sperre diese Kalksandsteine eingelegt und darauf steht dann die Robinie. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, das werde ich im nächsten Teil machen, mit der Schwelle hier nochmal eine Bohrung durchzumachen und die dann mit Holznägeln zu verbinden. Ja, wie gesagt, wir hatten noch darüber geredet, Niederschlag von oben ist natürlich auch eine Sache. Das heißt, wir müssen mit den Schindeln auch verhindern, dass hier das Grundgerüst angegriffen wird. Und da muss man einfach auch bedenken, dass das Dach einzudenken früher eine Sache war, die man alle 30, 40 Jahre gemacht hat. Das heißt, auch bei den sogenannten Reetdächern, da müssen wir auch immer wieder in bestimmten Abständen das komplette Dach austauschen. Ist ein bisschen mühselig, aber ihr könnt euch vorstellen, lieber hat man sozusagen eine Sollbruchstelle, die auch einfacher zu handhaben ist, als auch im Haus das komplette Fachwerk auszutauschen. Und so sehe ich das auch hier. Natürlich wird hier oben die Kiefer, die wir dann nehmen, bei den Schindeln irgendwann verwittern, aber können wir ja auch dann wieder relativ mühelos neu eindecken und dann ist gut. Immer noch besser als Dachpappe, meines Erachtens. Ja, ich glaube, das war es das Erste. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich kann euch sagen, dass es auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit war, aber auch viel Spaß gemacht hat. Und gerade mit relativ wenigen Werkzeugen, also vor allem hier den Äxten zu arbeiten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Gut, ja, ich würde sagen, jetzt wieder Werkzeuge schärfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja, beim bodennahen Arbeiten, ihr seht mich ja immer wieder hier auf dem Boden knien, auch mit meinen nicht ganz so sicheren Birkis oder teilweise auch barfuß, gebe ich zu, hatte hier auch ein unangenehmes Erlebnis. Da ist mir der Stechbeitel, upsala, hier einmal so auf den Fuß gefallen. Wenn das die Schneide gewesen wäre, wäre das eine sehr schlimme Verletzung geworden. Bemühe ich mich um Besserung, aber es macht mir teilweise auch einfach so viel Spaß, hier barfuß zu arbeiten, den Boden ein bisschen zu fühlen. Aber vielleicht muss ich da auch einfach mal ein bisschen mehr an meine Sicherheit denken. Gut. Ja, was ich dann aber gemerkt habe, und das ist das Schöne, hier draußen zu arbeiten, in der Natur zu arbeiten, dass man natürlich auch einige Zuschauer hat und in diesem Falle vielleicht sogar auch Mitarbeiter. Mir ist nämlich dieses kleine Tierchen hier aufgefallen, was überhaupt nicht scheu war. Das hat sich dann einfach so neben mir niedergelassen und während ich da wild drauf rumgekloppt habe auf dem Stamm, hat diese sogenannte Schlupfwespe auch ein bisschen gearbeitet. Und zwar ist dieser Stachel, den ihr hier sehen könnt, gar kein Stachel, sondern ein Bohrer. Und irgendwann bäumt sich diese Schlupfwespe auf und geht mit diesem Bohrer ins Holz hinein. Das kann je nach Holzhärte 5 bis 35 Minuten dauern, bis sie zu dem Punkt vorgedrungen ist, den sie gerne erreichen möchte. Und zwar sind es Larven. Was da genau passiert, das könnt ihr euch gerne nochmal in dem Artikel durchlesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so ganz verstanden, was die damit jetzt bezweckt. Aber vielleicht lesen wir das nochmal in Ruhe durch und dann habe ich es hoffentlich auch verstanden.